Gut, freuen wir uns nun auf eine Reise durch die Geschichte der IT-Fehler von rassistischen Seifenspendern bis zu Raketenabstützen zusammen mit Pascoda. Hi, danke fürs Kommen. Danke an die, die dem schönen Wetter draußen trotzen und drinnen sitzen. Wie eben angekündigt, es geht um Fails, es geht um eine Geschichte der Fails und was man aus ihnen lernen sollten oder beziehungsweise was man aus ihnen lernen können. Kurz zur Motivation und zu mir selber. Ich bin Informatikstudentin auf der Technischen Universität Wien und meine Erfahrung aus dem Studium ist, man diskutiert sehr oft über Fails, man redet über sie, sie sind in Lehrveranstaltungen drinnen, dann denkt man sich, hö, ich mache das besser und im nächsten Projekt läuft alles genau wie vorher. Und immer nach, vielleicht, wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen tiefergehender anschauen, Spaß macht es hoffentlich trotzdem, bleiben vielleicht ein paar nachhaltige Lessons learned. Die Beschäftigung mit dem Thema hat mir dazu geführt, dass ich im Prinzip eine These aufgestellt habe, nämlich Menschen treffen immer Erwartungen und Annahmen, das ist was komplett Normales, das ist in unserem Hirn einfach hardwired drinnen, wir treffen Annahmen, damit wir auf Situationen schnell und passend reagieren können. Blöderweise passen diese Annahmen und Erwartungen, die wir haben, oft nicht auf die tatsächliche Situation. Das heißt, die werden halt nicht reflektiert und die werden vor allem nicht validiert. Das ist das eine Problem, das ich sehr oft sehe in der IT. Das andere Problem, über das wir da jetzt noch öfter stolpern werden, wenn ich jetzt die Beispiele dann auch aufbringe, ist dieses Zitat eben von Cathy Marshall. Computer science has always marginalized people that are interested in users. Also auf Deutsch, wer sich in der Informatik für die Benutzerinnen und Benutzer interessiert, steht halt irgendwo am Rande. Auf der TU Wien sieht man das zum Beispiel daran, dass die Core-Informatik im Prinzip immer nur mit Algorithmen und Hardware zu tun hat, aber die ganzen Human-Centered Technologies sehr oft als so Soft Skills und unwichtige Sachen gesehen werden. Von den Studierenden übrigens genauso wie von Professoren und Professorinnen. Dieses Buch Broadband von Claire Evans, Broadband, The History of the Women Who Built the Internet, ist übrigens ziemlich awesome, super zum Lesen, verwende ich da öfters einmal als Quelle auch. Wir fangen direkt an, ich cluster die verschiedenen Zwischenfälle, die es so gibt, nach Themenbereichen. Und da sind jetzt schon einmal ein paar ganz bekannte dabei, 1983 ein Zwischenfall, der beinahe den Dritten Weltkrieg verursacht hätte, war de facto ein Bildverarbeitungsfehler. Da hat ein sowjetischer Überwachungssatellit Sonnenlicht, das von einer Wolke reflektiert worden ist, falsch interpretiert und hat gedacht, da wären Missiles auf dem Weg von den USA nach Russland. Der Offizier, der zu dem Zeitpunkt die Entscheidung treffen hat müssen, ob er jetzt auf diesen Alarm reagiert und quasi einen Counter-Strike launcht, hat sich gedacht, irgendwie ist das komisch, weil halt unter anderem, also einer von den Punkten war, da sind im System nur 5 angreifende Raketen angezeigt worden. Und was man sich halt immer gedacht hat, war, um einen Krieg anzufangen, sind irgendwie 5 Raketen ein bisschen wenig. Ne? Also wenn, dann kommt da halt gleich ein ordentlicher Schwall, weil dann haust du auch mal drauf, dann ist das alles weg. Und die 5 Missiles waren quasi so, irgendwas passt da nicht. Und im Endeffekt hat es dann gestimmt. Dann 2 neuere Beispiele von 2015 und 2017, haben einige von euch wahrscheinlich mitgekriegt. Da gehen wir dann von Bildverarbeitung auch rein ins Thema Machine Learning. Google API, die schwarze Menschen in Fotos als Gorillas taggt. Was uns das sagt, ist de facto, dass in dem Learning Set, das die Algorithmen bekommen haben, die Wahrscheinlichkeit für Gorillas höher war als für schwarze Menschen. Muss man sich auch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Dass bei Google, die gelten nämlich gemeinhin als im Personal als ziemlich divers aufgestellt, sowas dann trotzdem passieren kann. Dass niemandem auffällt, dass da schwarze Menschen als Gorillas getaggt werden. Das, ja. Und eben optische Sensoren in Seifenspendern, die schwarze Hände nicht erkennen, sondern eben nur auf weiße Hände reagieren, was vermutlich damit zu tun hat, dass Infrarot Schwierigkeiten hat.
eben dunkle Haut zu erkennen. Tinkering, habe ich herausgefunden, ist auch was, was natürlich jeder macht, ist so, okay, ihr habt das so ein System, das läuft, es könnte aber besser laufen. Ja? AT&T hat das gemacht, die haben ihre Switches ein bisschen gemoddet, hat dann ein bisschen schneller, hat schneller funktioniert. Problem war, die haben dann ein Update gemacht, das Update hat nicht berücksichtigt, was sie gemoddet haben und sie haben sich einen Deadlock verursacht, der das komplette Telefonnetz von AT&T 9 Stunden lang offline gehen hat lassen in den USA. Andere Tinkerings und Mods, es hat in Panama im Jahr 2000 einen Zwischenfall gegeben mit einem Cobalt-60-Krebstherapiegerät, wo die Leute halt im Benutzen draufgekommen sind, wenn man die Fokusspiegel speziell ausrichtet, dann ist das Ding effizienter. Grundsätzlich ganz cool, allerdings war das so nicht vorgesehen und hat dann zu Überdosierungen geführt. Bei mindestens, wenn ich jetzt richtig erinnere, 6 Personen. Das heißt, es hat da dann Verstrahlung zur Folge gehabt bei den Leuten. Standardeinheiten. Wir kennen alle wahrscheinlich diesen XKCD, yay, Standard. Jetzt einer mehr. Standardeinheiten sind so ein Ding, weil nicht die ganze Welt benutzt sie. Der Mars Climate Orbiter hat seinen Job zum Beispiel nicht getan, der hat nicht georbitet, sondern ist abgestürzt, weil nämlich ein Teil vom Engineering-Team andere Maßeinheiten benutzt hat als ein anderer Teil. Und zwar grundsätzlich hätte man benutzt Newton-Sekunden. Irgendwelche Leute haben Pfund-Sekunden benutzt stattdessen. Die Umrechnung, obskur, keine Ahnung was, resultiert dann im Absturz. Der Space Mountain Roller Coaster in Tokio hat zum Glück nur leichte Verletzungen zur Folge gehabt, der Fehler. Da ist passiert, dass die Designdokumente vom Hersteller in 2 Varianten vorhanden waren. Im Original mit britischen Maßeinheiten und dann übersetzt quasi in metrisch. Und da hat es auch wieder einen Umrechnungsfehler gegeben, woraufhin die Achsen zu schmal waren, zu dünn waren und zu viel Spiel gekriegt haben und gebrochen sind. Unter der Fahrt. Ja, also da hätte es ordentlich schief gehen können. Dann ein bisschen obskur die Schildkröten. Also, ein Zoo in den USA hat einer Universität eine Schildkröte geliehen. Und zwar ist es halt eine Universität, wo Leute Ausbildung machen können zur Tierpflegerin. Und die Schildkröte war halt quasi Übungsobjekt. Und angekündigt war, ich glaube, Clarence, 75 Jahre alt, 250 Kilogramm schwer. Die Universität hat sich quasi notiert, Clarence, 75 Jahre alt, 250 Pfund. Und die Schildkröte war so, Zaun, flump, passt. Direkt am ersten Tag abgehaut. Und die Vasa war ein Kriegsschiff der schwedischen Marine, 17. Jahrhundert, ist direkt auf ihrer ersten Ausfahrt untergegangen. Genau, bis zur Hafenausfahrt ist sie gekommen und dann ist sie so stark ins Schwanken gekommen, dass man es nicht mehr ausgleichen hat können. Und das war jetzt sehr lange die Frage, warum eigentlich? Man ist draufgekommen, wieder so ein Ding mit verschiedenen Maßeinheiten. Literally, die Leute haben auf 2 Seiten von diesem Boot gearbeitet. Auf der einen Seite haben die Zimmersleute Amsterdamer Fuß benutzt, das sind 11 Inch. Auf der anderen Seite Stockholmer Fuß, das sind 12 Inch. Ja, also man sieht wirklich an diesem Schiff, dass die eine Seite einfach massiv, also ein Eck dicker ausgelegt ist, als die andere Seite, was zu diesem Overhaul dann geführt hat. Was übrigens so in der alltäglichen Anwendung auch so ein Ding ist, Medikamenteneinheiten. Ja, wir tendieren alle dazu, da nimmst du einen Esslöffel davon. Esslöffel sind nicht normiert, ja, nur dass ihr also, euch daran erinnert. Teelöffel auch nicht, und dann gibt es noch Espresso-Löffel und keine Ahnung was alles. Nicht so einfach. Zahlendarstellungen, ja genau. Jetzt kommen wir mal wieder so ein bisschen mehr in dieses Kern-Dings von der IT. Zahlen, Bits und Bytes. Die Ariane 5, hat 40 Sekunden nach ihrem Start hat es die Ariane 5 komplett zerlegt.
das Ding war, man hat sich gedacht, Ariane 5, Ariane 4, ist jetzt nicht so viel um, ja, wir übernehmen da Teile von der Software. Lest, also das, in meinem Abstract steht drinnen, wie viele Raketenwissenschaftlerinnen braucht es, damit eine Rakete nicht explodiert? Eine, die muss halt die Doku lesen. Was da passiert ist, war eine Umrechnung von 64-Bit Signed Integer auf 16-Bit. Dass sich das nicht ausgeht, ist halt irgendwie so ein Ding. Ja. Das hat zu einem Overflow geführt, die Fallback-Daten waren falsch, das Ding hat es zerlegt. Milliarden Euro dahin, Menschenleben hat es genauso gekostet. Also es ist halt, ja, Doku lesen, wenn es gibt. Halt das andere Ding, wenn es gibt. Nicht gegeben hat es sinnvolle Doku beim Patriot-Raketenabwehrsystem. Da hat es nämlich das Problem gegeben, wieder Umrechnung oder beziehungsweise Darstellung von Zeit in dem Fall. Da hat es einfach der Clock-Tick war falsch und die Anweisung, um das zu fixen, war, statt dass man tatsächlich das System korrigiert, turn it off every so often. Ja? Every so often ist ein bisschen ungenau. Es ist dann tatsächlich einmal ausgefallen und hat zur Folge gehabt, dass eine SCAD eingeschlagen ist auf dem Militärstützpunkt der Amerikaner, 28 Tote. Das Ding war zu dem Zeitpunkt 100 Stunden im Betrieb und hat eine Abweichung von einer Drittelsekunde gehabt. Ja, das ist dann halt einfach, wenn man schon von Flugkörpern redet, ist eine Drittelsekunde verdammt viel. Und 100 Stunden Betriebszeit sind jetzt halt einmal, nicht einmal 5 Tage. Das ist halt, oh, ja, ist es mal Doku-Scheiße und zum Zweiten, what the hell. Ich kann nicht alle 3 Tage mein System rebooten. User Interfaces und Testing. Das ist dann eben so mein Thema. Ja. Der TERRAC 25, da sind wir wieder bei der Krebstherapie, hat deswegen zu Überdosierungen geführt, weil das Error-Handling schlecht war. Also das System hat, also erstens einmal war das Interface wirklich, wirklich mies, die Leute haben keine ordentliche Einschulung gekriegt. Man hat Hardware-Fail-Safes aus dem Vorgängermodell einfach nicht mit rein übernommen, sondern hat das alles auf Software-Fail-Safes umgestellt. Und dann eben wirft das Ding einen Error. Okay, die Person, die das gerade bedient, schaut nach, was macht der Error. Im Users Manual gibt es keine Errors. Gut, Reparatur Manual. Da gibt es eine Auflistung der Fehlercodes, aber keine Details dazu, geschweige denn Informationen, wie man es fixt. Das heißt, jedes Mal, wenn dieses Ding und das, Berichten zufolge hat das sehr oft Fehler geworfen, da hätte man jedes Mal den Hersteller anrufen müssen und fragen, wie können wir das jetzt korrigieren. Auch hier eben Überdosierungen bei der Strahlentherapie mit natürlich langfristigen Schäden und Folgen. Der Airbus A320, das war das erste Modell von Airbus, das Fly-by-Wire gehabt hat, also automatisierte oder halt ein Flugcomputer quasi, mit der Grundregel, der Computer hat Recht. Ich mag die Reaktion. Da kombinieren sich jetzt das Ding aus, das User Interface ist scheiße. Ich meine, alle, die schon einmal ein Cockpit gesehen haben, denken so, okay, das ist sowieso ein bisschen überladen. Aber dann halt auch noch fehlende Dokumentation, schlechte Einarbeitung von den Piloten und eben dieses, der Computer overruled, hat in einem Fall in der Nähe von Straßburg zu einem Absturz geführt mehreren Toten, also mit 100 plus Toten und 200 irgendwas Verletzten. Also einfach nur die Tatsache, dass man Leuten nicht sagt, wie das Ding, das sie benutzen sollen, richtig funktioniert und deren Feedback einholt, ob das für sie so funktioniert, hat halt wirklich schwerwiegende Folgen. Für die Leute aus Österreich, die da jetzt zuschauen,
Die ÖBB-Ticketautomaten. Wir kennen sie alle, wir leiden unter ihnen. Die ÖBB sind die österreichischen Bundesbahnen. Pünktlich sind wir. Ja? Das mit den Interfaces haben sie auch nicht so ganz drauf. Die haben sich irgendwie so vor 1,5 Jahren gedacht, sie stellen jetzt ihre katastrophale Website um. Jedenfalls den Ticketshop, den Rest lassen sie dabei noch gleich. Und es gibt auch keine Schnittstelle vom einen ins andere. Das heißt, man muss... Okay. Jedenfalls ist der Ticketshop jetzt, wir haben Tablet. Ja. Das ist eine Katastrophe, wenn man es mit einem größeren Bildschirm mit einer Maus bedienen muss. Wirklich schlimm. Aber mit Touchscreen urgeil, wenn man es mal drauf hat. Ihr seht, wo ich hin will. Ja. Also wir haben bei der ÖBB grundsätzlich, also in Österreich gibt es keine Zugbindung, außer in Ausnahmefällen. Das heißt, ich kaufe mir mein Ticket für eine Strecke. Ich sage, ich möchte bitte gern, sagen wir mal, Wien nach Salzburg fahren, ja, Wien, Salzburg. Dann gebe ich halt auch schon Uhrzeit und Datum an, damit ich sehe, wann überhaupt da Sachen fahren, wenn ich meinen Fahrplan nicht eh schon auswendig weiß. Und normalerweise war das dann so, okay, das ist deine Strecke, das ist dein Preis, kauf dein Ticket. Mit dem neuen System kommt so, das sind deine Verbindungen, wähl eine aus. So. Warum? Das Thema ist jetzt Digital Natives, ja, aber auch Digital Natives stehen vor diesem Automaten. Das erste Mal, wenn dieses Interface aufkommt, dann sind so, ich will aber keine Zugbindung. Ja, es hat jetzt dazu geführt, dass die ÖBB an jedem größeren Bahnhof extra Leute hinstellen müssen, die übersetzen Mensch, Automat, Automat, Mensch, und nichts anderes tun als, wohin wollen sie denn fahren? Aha. Passt ihnen der Zug? Okay. Jetzt müssen sie zahlen. Also im Prinzip haben die den Schalter rausverlagert. Anstatt sich die Leute zu sparen, was wahrscheinlich eigentlich die Idee von dem ganzen Ding war. Aber ja, geil, die Ticketautomaten. Apollo 8 ist dann wieder US-amerikanisch, obviously. Auch so, da weniger mit User-Interface, User-Testing, sondern eigentlich eher so das Überschätzen der eigenen Benutzer. Und zwar, ihr kennt vielleicht das Foto von der Margaret Hamilton, so eine junge Frau, große Brille, Rock, so ein Stapel Papier neben ihr. Margaret Hamilton war Head Software Engineer bei einigen der Apollo-Missionen und sie hat auch ein Kind gehabt. Ist heutzutage auch nicht viel anders, Kinderbetreuung meistens nicht so toll, das heißt, sie hat die Lauren halt mitgenommen auf die Arbeit. Und das Kind hat ab und zu mit den Mockups, die da so rumgestanden sind, halt gespielt und hat einmal einen Fehler verursacht. Einen komplett neuen Fehler, den noch nie jemand vorher gesehen hat, weil sie mitten in einer Flugsimulation auf einen Knopf gedrückt hat, der eigentlich am Anfang vom Flug gedrückt werden sollte. Die Margaret war so, okay, interessant, hat sich das notiert, hat sich überlegt, wie man das fixen kann und wollte das in den Code rein übernehmen vom Bordcomputer. Und die Vorgesetzten waren so, nee, das sind Astronauten, die sind Experten. Denen passiert sowas nicht. Ja, genau. Es ist passiert, ja, eh klar. Margaret hat aber zum Glück den Zettel nur irgendwo rumliegen gehabt, wo drauf gestanden ist, wie man das jetzt fixen kann. Die Funkverbindung war da, man hat es reparieren können. Die Leute sind wieder gelandet, weil das hätte sonst potenziell nicht passieren können. Und yay, Mond. Oder so. Und da kommen wir jetzt eben auch schon in die wirklich aktuellen Sachen mit der Automatisierung, Machine Learning, solche Sachen. Ich habe das gestern beim Opening ganz spannend gefunden, wie der Herr Weibel gemeint hat, wir können jetzt Vertrauen beweisen mit der Blockchain und wir können berechnen, was wahr ist. Nein. Nein. Das Ding ist nämlich, Daten sind nicht neutral. Viele von uns beschäftigen sich mit dem Thema und wissen, Daten sind nicht neutral. Ja? Die Frage ist, welche Daten erhebe ich überhaupt? Wie behandle ich die? Wie werte ich sie aus? Was zeige ich den Benutzerinnen und Benutzern überhaupt? Und
die vier Punkte zeigen brutal gut, dass einfach schon die Datenbasis an sich ein Problem darstellen kann. Ja? Robodebt ist der Begriff für den Centerlink-Zwischenfall. Centerlink ist das System, das die Social Services in Australien quasi verwaltet. Und es gibt offensichtlich gewisse Unterstützungen in Australien, die man später dann einmal zurückzahlt, beziehungsweise wo man halt, wenn man gewisse Anforderungen nicht erfüllt, zurückzahlt. Früher hat das System, ich glaube, pro Jahr ungefähr 20.000 Briefe ausgeschickt, dass da was zurückzuzahlen ist. Mit der Umstellung auf das automatisierte System sind das 170.000 in einem halben Jahr geworden. Und die Regierung ist so, nee, das passt alles. Schon okay. Ja? Menschen bekommen da Briefe über Schulden, die sie nicht haben, die sie zurückzahlen müssen. Die bekommen, wenn sie überhaupt einen Brief kriegen. Ja? Manchmal passiert es so einfach, dass sie davon erfahren, dass sie Schulden haben, weil auf einmal der Exekutor vor der Tür steht. Da geht es in dem Fall ganz massiv um Existenzen. Also da tauchen Schulden auf und das Krasseste dran ist, die Beweislast liegt bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ja? Es ist nicht so, dass quasi das Finanzamt sagen muss, ja, wir haben da Unterlagen und du musst uns das zahlen und die kann dann sagen, ey, zeig mal die Unterlagen. Sondern die kommen an und sagen, wenn du da einen Einspruch hast, zeig mir die Unterlagen. Was umso schräger wird, wenn die Rückforderung auf, ich weiß nicht, von 2008 ist und das Finanzamt von mir nur verlangt, meine Unterlagen 7 Jahre zu behalten. Also ganz viele Layer von, da laufen Dinge falsch. Gesichtserkennung, dass die nicht so ganz optimal ist, das hat uns der Starbuck jetzt, glaube ich, mehrfach gesagt. Die Polizei von Wales hatte letztens einen Zwischenfall, wo sie für eine Großveranstaltung einmal Gesichtserkennung über Besucher laufen haben lassen und irgendwie eine 90-prozentige False-Positive-Quote gehabt haben. Ja? Und dann wollen allen Endes, also hallo Österreich, Überwachungspaket, ja? Unsere Regierung will sowas allen Endes nutzen, so im täglichen Betrieb. Predictive Policing ist dann wieder dieses Ding mit der faulty Database. Ja? Bei Predictive Policing Projekten geht es im Normalfall darum, dass ein System der Polizei vorschlägt, wann, wo, wie viele Einheiten auf Streife gehen sollen. Das basiert dann halt auf Kriminalitätsstatistiken. Ja? Das heißt, in Nachbarschaften, wo viel Kriminalität ist, schickt man dann mehr Polizei hin. Klassische Variante von Predictive Policing ohne großartiges System, sondern nur mit Mensch, Racial Profiling. Wir haben da die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die ausschauen wie Sie, tendenziell eher kriminell sind. Deswegen überprüfen wir Sie jetzt genauer. So. Okay, kann man schon machen, ist halt falsch und scheiße. Weil es halt die existierende Datenbasis de facto einfach verstärkt. Und die Datenbasis, wie wir schon festgestellt haben, also gerade in den USA, ganz krass, durch diverse politische Entscheidungen früher, die halt starken Einfluss auf Housing gehabt haben, hat man ganz stark segregierte Nachbarschaften in vielen Städten in den USA. Das heißt, da gibt es dann halt einfach Nachbarschaften, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person, die da rauskommt, kriminell ist, extrem hoch, weil der Bildungsstandard niedrig ist, weil der sozioökonomische Background schlecht ist, aber halt im Endeffekt deswegen, weil man den Leuten nie ermöglicht hat, dort sinnvoll was sich aufzubauen. Genau. Selbes Thema dann bei Bewährung, Kaution und Haft. Es gibt Systeme, die vorschlagen, aufgrund einer berechneten Rückfallswahrscheinlichkeit Kaution, Bewährung oder eben Haftstrafen oder halt Auflagen zu vergeben. Dass jetzt Leute mit einem guten familiären Background eine niedrigere Wahrscheinlichkeit haben, wieder kriminell zu werden, ist halt irgendwie in diesen Daten drinnen.
kann man jetzt aber halt kann man halt auch nicht zu 100% sagen. Das heißt, in dem Buch Technically Wrong von Sarah Böttcher ist zum Beispiel, also sie beschreibt da zwei Fälle, wo zwei Männer, die ungefähr demselben Profil, dasselbe Profil haben, Alter vor allem Vergehen, dasselbe Alter, dasselbe Vergehen, aber komplett verschiedener Umgang seitens der Polizei bzw. seitens des Legal Systems mit den beiden, weil der eine schwarz ist und der andere weiß. Weil das einfach so starke Marker sind in diesem System für Kriminalität, dass das halt so einen krassen Unterschied hervorbringt. Moment. Genau. Lösungsansätze. Also wir haben jetzt gesehen, das geht schon sehr lang, dass Dinge falsch laufen. Nachdenken war halt einmal eine Sache. Ja? Also gerade so dieses Ding, wie kann es niemandem auffallen, dass schwarze Menschen als Gorillas getaggt werden, zum Beispiel, ja? In so einer Google, in dieser Google-API. Warum zum Geier fällt das niemandem auf? Man sollte die eigenen Tests halt testen. Ja? Man sollte es auch mal anschauen, unsere Tests, was decken die eigentlich ab? Und dann gibt es diesen lustigen Begriff der Edge Cases, die halt, der Begriff impliziert, ist halt irgendwo so am Rand nicht so wichtig. Ja? Die fallen quasi schon aus unserer Userbase raus. Brauchen wir uns nicht drum kümmern. Ist aber Blödsinn. Das sind sehr viel eher Stress Cases, die nämlich das System, das man so erstellt, unter einen gewissen Druck bringen, um zu zeigen, wie verlässlich eigentlich dieses System tatsächlich ist. Beispiel, Facebook hat diese lustige Funktion Facebook Memories. Wir zeigen dir, was du heute vor x Jahren getan hast oder halt bei uns gepostet hast. Und da gibt es immer wieder Fälle, wo Leute an unangenehme Erlebnisse erinnert werden. Ja, beispielsweise, dass irgendwelche nahestehende Personen gestorben sind, solche Sachen. Das ist deswegen, weil sich die Leute bei Facebook gedacht haben, so wir erinnern die Leute an Dinge, die sie gepostet haben, die viel Feedback verursacht haben. Ja, das war was Wichtiges, daran wollen die Leute erinnert werden. Und auf Facebook postet man nur schöne Dinge. Wer postet bitte auf Facebook schöne Dinge? Also, ich weiß nicht, ich rant hauptsächlich, wenn ich mal was poste. Ja. Es ist halt so diese falsche Erwartungshaltung oder die falsche Annahme, wie das System eigentlich benutzt wird. Da war es dann, dass man seine Erwartungen und Ideen validiert und wenn man draufkommt, so okay, irgendwie gibt es da Use Cases, an die haben wir nicht gedacht, dann sollte man das halt anpassen, was man sich da gedacht hat. Ich war zu schnell. ihr habt es gesehen, ich habe da ganz, ganz brav mit Quellen um mich geworfen, das schaut dann so aus. unlesbar. Deswegen, wer noch Fragen hat, also wir haben jetzt nur jede Menge Zeit für Q&A, für Diskussion, ich freue mich über sowas immer massiv. Ansonsten könnt ihr euch bei mir melden, dann schaue ich, dass ihr irgendwie die Folien zukommen lasst, damit ihr auch die Quellen kriegt. Grundsätzlich gibt es halt drei Sachen, die mir wichtig sind. Das sind die Bücher eben von der Sarah Böttcher, das Technically Wrong, von der Claire, also 9, 10 und 16 sind das, von der Claire Evans, Broadband, The Untold Story of the Women Who Made the Internet und von der Michelle Alexander, The New Jim Crow, Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. Also da geht es halt aus verschiedenen Blickwinkeln im Endeffekt darum, wie halt Systeme falsch funktionieren, beziehungsweise also die Sarah Wachter-Böttcher geht da auch mal quer durch, fängt an beim Hiring System zum Beispiel, wie überhaupt so Monokulturen in der IT entstehen, die dann eben dazu führen, dass nur weiße Menschen in der Entwicklung von einer Bilder-API drinnen sitzen. Also wie das passiert, bis hin zu eben dann auch Sachen, wo sie sich dann überschneidet mit der Michelle Alexander, mit der Ungerechtigkeit im Legal System in den USA.
Und die Claire Evans hat eben einfach mal so richtig die Geschichte des Internets aufgearbeitet und geschaut, wo haben da eigentlich Frauen ihre Finger im Spiel gehabt, wo dann eben auch das Zitat von der Cathy Marshall herkommt, dass Menschen, die sich mit den Usern beschäftigen, eben an den Rand gedrängt werden in der Informatik sehr oft. Genau. Ja, danke.